Der Woke-Streamer Naitan bedroht andere Streamer und wenn er dann dafür kritisiert wird, dann schlüpft er sofort in die Opferrolle. Glaubt ihr nicht? Nun, der liebe Outlaw hat uns auf YouTube einen Clip zugesendet. Droht der gute Naitan hier mir etwa indirekt mit Gewalt, nachdem ich ihn ganz normal frage, warum er mich Fascho nennt? Sowas ist Twitch-Partner? Gehört er nicht zu den Leuten, die bei sowas direkt Twitch taggen? Kein Fascho sein bedeutet übrigens nicht mal, man sei links. Okay, hören wir uns mal an, was Naitan hier genau gesagt hat. Ich möchte, dass er das nächste Mal besser macht, ja. Es ist wichtig hier an der Stelle, was hat er jetzt gesagt? Jetzt habe ich es vergessen vor lauter Liebesbekundung. Also du hast so eine Opferpyramide, wo du so gesagt hast. Du beschimpfst mich als Fascho, wollen wir mal darüber reden? Geh noch ein bisschen drüber reden, Deutsche abzuschieben, du scheiß Fascho, verpiss dich. Genau, über Opfergruppen gehen ist... Also Outlaw ist ein ganz normaler Konservativer, mit dem habe ich nachher auch einen Talk, könnt ihr gerne vorbeischauen. Du bist in den Chat gesperrt. Ja, verpiss dich, du das ist der Duktus, in dem Naitan sich mit anderen Leuten offenbar unterhält. Das ist ganz falsch, weil sie... Das Einzige... Alle nochmal aufheben, wieder bannen. Das Einzige, was ich dir zu sagen habe, ist das hier. Fick dich, scheiß Fascho. Fick dich einfach. Was ist denn eine Opferpyramide? Stellt euch mal vor, ein Kuchen-TV hätte sich so verhalten. Stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, ein Kuchen-TV hätte zu einer Shoyoka gesagt, fick dich, du scheiß Fascho. Dann wäre sofort gebannt worden. Sofort. Ich meine, er wurde für wesentlich weniger gebannt, deswegen wissen wir, dass er dafür sofort gebannt worden wäre. Ein Naitan darf das. Der gehört zu den Guten. Der darf das. Pyramide. Ich meine, die Faschos kommen ja ständig mit Pyramiden an. Ja, gib dem Outlaw, es hast du, gib dem noch ein paar Mittelfinger. Das ist, Was ist denn eine Opferpyramide? Wie das moralische. Aber Outlaw ist Hass, ne? Wenn du so ein Linker bist, ne? Proletopia ist eine Witzfigur. Ja, er fordert hier seinen Chat sogar noch dazu auf, Outlaw zu beleidigen. Also, was soll man dazu sagen? Wie gesagt, stellt euch vor, irgendein anderer Streamer, Nemesis, Jared, irgendein Mainstream-Streamer, also gar nicht mal irgendwas aus unserer Bubble, sondern irgendjemand. Irgendjemand würde so vorgehen, wie Naitan das hier tut. Er wäre sofort weg vom Fenster. Aber diese Bubble darf alles. Digga, allein die Zitate von Agitok mit einem Fasche haben mich gekillt. Wie zum Fick kann Erwin, der Linkeste von allen, das verteidigen? Mein Herr macht Boom. Ja, du wohnst ja in Köln, ne? Hast du ja gesagt. Das heißt, wir können uns ja im autonomen Zentrum treffen, weil du ja auch so ein Linker bist. Dann treffen wir uns im autonomen Zentrum an der Luxemburger Straße und da diskutieren wir das dann miteinander aus, ne? Das können wir gerne machen. Dann wirst du ja gar kein Problem haben als Linker, weil, ne, klar. Dazu werden das Recht auf Quoten haben oder die Repräsentation haben oder die nur in ihrem Namen sprechen dürfen. Und zum anderen. Jetzt schreibt sogar sein eigener Chat, Naitan droht. Was soll man dazu noch sagen? Also, er hat Outlaw ins autonome Zentrum eingeladen. Sprich, er geht doch dahin, wo die Linksradikalen sind. Wir wissen schon, wie mit dir umzugehen. Implizite Drohung war ja auf jeden Fall drin. Aber. Wie gesagt, liebe Leute, das hier sind die Guten. Die dürfen das. Um nicht falsch verstanden zu werden, Naitan sollte nicht für das, was ihr hier macht, gesperrt werden. Ich bin gegen Sperrungen grundsätzlich. Ich bin dagegen, dass Twitch sowas entscheiden darf. Ich bin dafür, dass es radikale Meinungsfreiheit gibt, zumindest innerhalb der Gesetze, die wir haben. Also wenn du verleumdest, wenn du üble Nachrede betreibst, wenn du zu Straftaten aufrufst. Also das sind so die Dinge, da sollte dann Gericht sagen können, okay, wenn du halt im Gefängnis bist, darfst du für die Zeit von mir aus auch nicht streamen. Also auf die Sachen, wenn man so wiederholt macht oder besonders schweren Fällen, kann man ja tatsächlich mit Gefängnisstrafen im Extremfall bestraft werden. Also da, warum sollte man dann im Gefängnis weiter streamen dürfen? Also das, ja, das wäre wie gesagt der einzige Fall, wo ich es gerechtfertigt fände, wenn Gericht sagen würde, okay, da darfst du dann auch nicht streamen. Aber alles andere, wenn du in Freiheit bist, solltest du nicht von Twitch den Kanal gesperrt bekommen. Sowas geht überhaupt nicht. Sowas haben in einem Rechtsstaat Gerichte zu entscheiden und nicht irgendwelche Großkonzerne, die im Sinne der Herrschenden handeln. Oder die selber zu den Herrschenden gehören. Das wäre wahrscheinlich die korrekte Formulierung. Aber was macht Naitan? Also, ihr habt ja gerade gesehen, er hetzt übelst gegen andere Leute, sagt dann, verpiss dich, du scheiß Fischo. Zeigt ihnen den Mittelfinger und droht ihnen implizit mit Gewalt. Also sagt zumindest, komm zum autonomen Zentrum. Und wir wissen ja alle, dass das nicht der friedlichste Ort ist gegenüber Leuten, die von dieser Seite gerne mal als Faschisten diffamiert werden. Wenn man dann Naitan allerdings für seinen
aggressives, antidemokratisches, totalitäres Verhalten kritisiert, was macht er dann? Na, natürlich schlüpft er in die Opferrolle. Er verteidigt das dann nicht, sondern er sagt, schaut mich doch an, ich ja, bin der Ärmste, habt Mitleid mit mir. Hat in diesem Video mich eine Nazi genannt, Karl einen Nazi genannt, alle aus der Vogue-Bar. Bitte Quelle zeigen. Wir glauben dir alle kein Wort. Also das behauptet Nathan gerade über Proletopia. Wir glauben dir alle kein einziges Wort. Die ganzen Streamer einen Nazi genannt. Er hat mich ein Fascho genannt. Er hat meine gesamte Zuschauerschaft einen Nazi genannt. Meine, das Einzige, was noch fehlt, ist, dass er meine Mutter einen Nazi nennt. Dann hat er eigentlich so ziemlich jeden als Nazi bezeichnet, den ich kenne. So. Ja, gut. Genau, hast du Bauschutt geraucht? Das ist wirklich eine gute Frage. So, bin ich laut dir ein Nazi? Wo habe ich jemals marginalisierte Personen nicht in Ruhe gelassen? Nenn mir ein einziges Beispiel. Zum Beispiel, indem du Bijan Tavassoli auf deinem Kanal, Plattform, sein Transfeind, jemand, der gegen das Selbstbestimmungsgesetz agitiert und da auch auf seiner Seite bist. Dafür, zum Beispiel, indem du den Agitator plattformst und die sich auf seine Seite stellst, während er das gesamte Playbook der Transfeindlichkeit abspult. Das, wie gesagt, da bin ich dann in bester Gesellschaft zu Marie-Louise Vollbrecht, Alice Schwarzer, Sinan Zwoche. Die sind ja laut dieser komplett irren Brocken-Bubble auch. Und natürlich Bijan Tavassoli, der ist ganz schlimm. Ja, ich habe ja nicht mal mich zu diesem Thema geäußert. Ich habe einfach nur gesagt, wir sollten freundlicher zu Leuten sein, die da eine andere Meinung haben. Wir sollten freien Diskurs wahren und wir sollten andere Leute nicht gleich als transfeindlich diffamieren. Was passiert dann? Ich werde als transfeindlich diffamiert. Was soll man dazu sagen? Was ist das, was marginalisierte Personen tatsächlich hart verletzt und sie nicht in Ruhe lässt? Das ist die Definition davon. Oder jetzt in deinem Chat zum Beispiel geschrieben worden ist und mein Autismus angegangen worden ist, ableistisch, und du auch an mir rumpathologisiert hast. Eine Witzfigur. Erwin ist zu einer, der bei seiner Verurteilung schreit, Meinungsdiktatur Lutscher. meine Marginalisierung angegriffen hast und mich pathologisiert hast. Du bist nicht marginalisiert. Hör auf, dich in die Opferrolle zu stellen. Irgendwie versucht hast, meinen Geisteszustand irgendwie herabzusetzen, mich als gestört darzustellen, was ableistisch. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Nathan gestört ist, sondern dass er kein Ehrgefühl besitzt, dass er misanthropisch, kurzum, dass er eine totalitäre Ideologie hat, kurzum, dass er bösartig ist. Dass er einfach von Grund auf bösartig ist. Das ist jetzt keine Störung, sondern das ist ein Charakterzug. Das ist jetzt keine Pathologisierung, sondern das ergibt sich einfach aus dem Verhalten, das er in den Tag legt. Ist, also das ist, ich bin auch, ne, dadurch, dass ich eine Behinderung habe, beim Autismus, eine marginalisierte Gruppe, lässt du mich nicht in Ruhe. Du lässt eigentlich so ziemlich keine einzige marginalisierte Gruppe in Ruhe. Ja, den Quatsch. Autisten sind keine marginalisierte Gruppe. Das ist so ein Bullshit. Also nenn mir ein Recht, was normale Menschen haben, aber was Autisten nicht haben. Auch Geflüchtete nicht. Da kann man mehrere LKW-Ladungen an Beispielen finden, tatsächlich. Hat in diesem Video. Die alle nur in Neitans Kopf existieren, die nichts mit der Realität zu tun haben. Aber ich habe Autismus, ich bin ein Opfer, hab Zeit mit mir. Also, dumm ist das eigentlich. Ich kann dazu nichts mehr sagen. Also. Einfach nur eine statistisch, von mir aus, vielleicht habt ihr sogar Statistiken, wo durchschnittlich klar wird, dass Autisten in irgendeinem Bereich, keine Ahnung, niedrigeres Einkommen haben könnten. Keine Ahnung, weiß ich nicht, mir egal. Aber dieses identitäre Politikverständnis. Wir nehmen jetzt irgendein identitäres Merkmal, eine psychische Krankheit beispielsweise, und sagen dann einfach, oh, wir können hier eine Ungerechtigkeit messen. Wie gesagt, nicht mal dafür hat Nathan irgendeinen Beleg gebracht. Er hat es einfach behauptet gerade eben. Da wird auch diese Konstruktion von Opfergruppen klar. Wir nehmen irgendeine psychische Krankheit, sagen jetzt, die sind eine Opfergruppe. Und deswegen, wenn man da was gegen sagt, dann, oder nicht mal, wenn man was gegen diese Leute sagt, sondern
wenn man einfach Leute, die damit rumopfern gehen, dafür kritisiert für dieses Opfergehabe, also Leute wie Neitan, dann, was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Wie gesagt, dieses identitäre Politikverständnis, dieses Konstruieren, Erschaffen und Ausweiden von Opfergruppen, das ist grundsätzlich schon ein Politikverständnis, was wir als Linke ablehnen sollten, wo wir nicht draufgehen sollten, diese Erfindung von immer neuen Marginalisierungen, diese, wie gesagt, es gibt Autismus, aber das heißt nicht, dass Autisten eine marginalisierte Gruppe sind. Also diese Leute können wahrscheinlich nicht mehr definieren, was sie mit marginalisierter Gruppe meinen. Hey, das wäre auch eine gute Frage, die ich in unserem Gespräch stellen könnte, wenn er mein Gesprächsangebot annehmen würde. Was soll man abschließend dazu sagen? Neitan ist ein totalitärer Diskursfeind und wenn man dieses Verhalten kritisiert, dann beschüttet er andere Leute mit Vorwürfen und stellt sich selbst in die Opferrolle. Und dieses Opfergehabe, das müssen wir von Grund auf kritisieren. Da dürfen wir auch kein Verständnis zeigen, da dürfen wir auch keine Rücksicht nehmen. Diese Leute sind Diskursfeinde, sie sind für ihre Ideologie zu kritisieren. Und ich bin eine Frau, ich bin ein Autist. Ich bin in Opfergruppe XY. Das ist keine Ausrede für dieses Verhalten. Es ist keine Ausrede für diese Ideologie. Sie missbrauchen das alles einfach nur, um ihre Ideologie voranzutreiben und ihre Gegner zu zerstören. Und da sollten wir nicht drauf eingehen, meiner Meinung nach. Das sollten wir scharf verurteilen, weil das, wie gesagt, eine Instrumentalisierung eben dieser Opfergruppen ist. So, damit schadet man den Marginalisierten, nennen wir es jetzt mal so, wie gesagt, ich halte von diesem Konzept der Marginalisierung an sich schon nicht sonderlich viel. Aber damit schadet man diesen Gruppen, denen man vorgeblich helfen will, also das behauptet man ja von sich, wie gesagt, ich würde das in Zweifel sehen, man benutzt diese Gruppen, um zu mehr Macht zu kommen, um eine bestimmte Ideologie durchzudrücken, aber man hilft diesen Gruppen nicht. Denen schadet man dadurch eher, wenn man die als Schutzschild gegen jedwede Kritik anbringt.